Ich kam über den Nadensteig und dickliche Mundschenkmädchen klatschten mir mit aufgeknöpften Dirndeln zu, die sich vor mir öffneten wie 14 Tore, an die ich nie geklopft habe. Ich schnaufte vor Erschöpfung, doch biss die Zähne zusammen und umklammerte den Krug. Ich verzog mich. Er zog mich über seinen Schenkel in die schaumige Membran, in das kaltgelbe Kitzeln. Ich zappelte, heulte auf wie der schelmische Baron, als ich ins Kanonenrohr blickte und mich verkeilte. Jemand schoss. Ich wurde weggeblasen. Ich berührte den Oberteil der Rüstung, der ihren mittelalterlichen Körper umfasste. Ich griff nach der kühlen, mit einem verrosteten Schlüssel verschlossenen Jungfräulichkeit. Die schwarzen Brustwarzen waren Eigentum eines anderen Grafen.